Leute, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Tag 14, heute Blutmond. Und ja, ich bin auf jeden Fall ready. Ich habe hier oder bin hier gerade noch ein paar Dartpfeile am produzieren. Zum anderen habe ich noch für unseren Eisenspeer den lange ersehnten brennenden Schaftmod hergestellt und auch installiert. Der läuft ab des Weiteren mal noch hier und dort drüben und vorne am Eingang noch eine brennende Tonne hingestellt, damit die Jungs auch direkt wissen, was hier eigentlich Phase ist und wo es hier eigentlich abgeht. Ich hoffe natürlich, dass hier alles soweit stehen bleibt und wir hier keine großen Probleme bekommen mit den ganzen Eierköpfen. Ich hoffe natürlich nicht, dass die versuchen werden, hier irgendwo durchzukommen. Ich hatte jetzt leider keine Möglichkeit gefunden, irgendwie das Ganze hier nochmal abzureißen, um nochmal irgendwo anders hinzustellen. Deswegen lasse ich es erstmal da stehen und hoffe, es bleibt da stehen. Und vielleicht kann man ja dann hier in der Mitte noch eins setzen und die dann irgendwie miteinander verbinden. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert, damit auf jeden Fall unsere Front hier safe ist. Des Weiteren hoffe ich auf jeden Fall, dass die auch hier überall nirgendwo durchkommen. Hier vor allen Dingen bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher, ob das passt. Hier ist auch noch eine Lücke. Da müssten wir vielleicht gucken, dass wir hier noch was hinplatzieren eventuell. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir hier gut gewappnet. Und deswegen machen wir uns jetzt nochmal schnell auf den Weg und machen noch schnell das Säubern des einen Gebietes. Und gucken mal, ob das hier so dann alles passt. Ich hätte natürlich auch noch gerne den einen Abwurf da mitgenommen. Aber mal gucken. Je nachdem, wie gut wir durchkommen und wie schnell wir durchkommen. Vielleicht schaffen wir das noch. Und dann nehmen wir auf jeden Fall den Drop noch mit. Aber bis dahin füße ich jetzt erstmal rüber zum Quest-Startpunkt. Und dann geht das hier los, Freunde. Und ihr seht das auch schon, die Infektion, die geht immer weiter weg. Und das bedeutet auch, dass unsere Ausdauer dementsprechend dann immer weiter, oder sagen wir es mal so, dass die sich langsam und stetig stabilisiert. So, Leute, da soll das gute Teil dann sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Natürlich, wie immer, machen wir erstmal hier die Karre leer. Und gucken mal, ob es hier irgendwas Brauchbares noch gibt. Hier ist nichts mehr drin. Und dann starten wir erst in die Quest rein. So. Nochmal reinschauen. Und schon verbirgt sich was Neues, Besseres drin. Und hier auch nochmal. Aber bevor wir jetzt losgehen, Leute, wir haben noch ein paar Fähigkeitspunkte, ungefähr 3 Stück. Die werden wir auf jeden Fall erstellen. Da brauchen wir Beweglichkeit Level 4. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen nehmen, sollte das hier funktionieren. Perfekt. Jetzt haben wir noch einen übrig. Nee, das machen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was ist das hier nochmal? Oh, das ist ganz gut. Das machen wir auf jeden Fall noch. So. Und dann, Leute, geht's rein hier in das gute Abenteuer. Wir müssen uns hier auf jeden Fall ein bisschen sputen. Also heute nicht rumdrödeln. Mal hier, ey. Da geht halt schon gut los hier. Oha, hier ist auch noch ein Armeekämpfer. Ja, dem haben wir erstmal hier die Stirn geboten. Und du, mein Freund, du kommst hier nicht durch, oder was? Macht nichts. Ich hab dir geholfen. So. Nehmt natürlich hier alles schön mit. Hier keiner drin oder was? Na gut. Verlassen das Häuschen hier, Leute. Verlassen das Häuschen. Da
dann sind sie wohl hier unten drin. Hallo, Freunde. Schönen guten Tag. Jetzt ist da draußen noch so ein gammeliger Vogel. Ach, den kann ich ja auch nicht abhaben, ne? Hallo, komm mal hierher, Kamerad. Kommst du oder was ist mit ihr? Kein Bock. Gute Nacht. Ach, das war's schon, Leute. Das war's schon. Wir haben's schon erledigt. Ja, es ist das lief ja hier wie am Schnürchen, Leute. Das war aber jetzt keine großartige Quest, müssen wir ganz ehrlich sagen. Naja. Nicht so schlimm, ne? Haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Und noch ein paar Heftchen. Ja. Speerjäger. Oh, und wir können jetzt natürliches Antibiotika herstellen. Das ist auch schon mal saugut, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall definitiv für die Zukunft keine Problemchen mehr. Zumindest was sowas angeht. Natürlich müssen wir auch immer gucken, dass wir dann die Ressourcen dafür haben. Und die Ressourcen, um ein natürliches Antibiotika herzustellen, ist dann dementsprechend, brauchen wir halt Pilze, Heidelbeeren. Ja, aber das ist alles vollkommen in Ordnung. Das kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Das sollte gar kein Problem sein. Wir können es halt natürlich erstmal nur an der Feuerstelle herstellen, was bedeutet, wir brauchen dann halt hier von den Ressourcen her mehr. An der Chemiestation später wird das dann dementsprechend ein wenig weniger. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall erst schon mal. Das ist schon mal super. So, war das wirklich hier alles oder was? Gibt's hier nicht mehr? By the way, dadurch, dass wir jetzt hier den Parcours aufgewertet haben, in der Fähigkeit, können wir dementsprechend auch höher springen oder auch fallen. Zum Glück konnte ich mich hier gerade nochmal retten. Ich habe schon gedacht, wir machen jetzt hier den Abflug, und sterben, weil ich hier irgendwie ein bisschen übermütig war. Eieiei, Leute, das hätte hier auch mal ganz schnell schief gehen können, ne? So. Haben wir soweit alles? Oh, hier kommen, nehmen wir noch hier die paar Federn mit. Und die zwei Eier. Ah, da unten ist noch ein Täschchen. Dann nehmen wir noch mit hier, dankend. Da war noch ein Bogen drin, habe ich gerade gesehen. Aber nur einen primitiven zum Verkaufen dann zumindest. Oder den kann man, glaube ich, gar nicht verkaufen, ne? Ja, dann wird der einmal verlegt. Okay, das ist ja prima. Dann haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Das heißt, ich mache mich gleich mal... Ja, komm. Habe ich keinen Bock jetzt drauf auf den Kleine da. Den brauchen wir nicht. Dann mache ich mich mal noch auf den Weg und dann holen wir noch schnell einmal den Drop ab. Und dann können wir uns schon mal waffnen für den Abend. Denn der Abend, der wird auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt hier die unsere Dartfallen haben und hier den Elektro-Zaun. Das wird ziemlich geil, Leute. Das wird ziemlich, ziemlich geil. So, Freunde, ganz kurz. Den einen Drop habe ich gerade eben geholt. Dort waren nochmal hier ein paar Bücher drin und selbstgebautes Gewehrpaket. Und dann ist gleichzeitig noch ein weiterer Drop gerade runtergekommen. Und auf dem Weg bin ich gerade, den auch noch abzuholen. Und dann heißt es erstmal zurück, schnell zum Händler, die Quest abgeben. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall sputen und wieder zurück zur Base. Vielleicht hat ja der Händler noch das ein oder andere gute Belohnungsteil für uns am Start. Und was uns vielleicht nochmal irgendwie hilft oder so, ja, vielleicht... Ist ja zufälligerweise noch irgendwie ein Geschützturm oder so am Start. Und des Weiteren müssen wir ja auf jeden Fall noch unsere Dartfalle noch ein wenig mit den ganzen Dartpfeilen füllen. Und daher, das muss auf jeden Fall auch noch getan werden. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch vielleicht die ein oder andere
Minute, um da noch was zu fertigen. So, was haben wir hier drinne? Oh ja, auf jeden Fall auch nochmal gutes Zeug, Leute. Sehr geil, sehr geil. Ab zurück zum Händler. So, auf geht's. Rein hier. Ja, ich mach mal lieber die Tür wieder zu. Und dann schauen wir mal, was der Gute für uns hier übrig hat. Als kleine Belohnung. I got just the thing for what's ailing you. Ja. Must be my lucky day. Thank you. And here you go. Ah, okay, Munition. Stahl-Schrotflinten-Munition. Der abgesägte Schrotflinten-Mod. Erhöht die Projektilausbreitung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube lieber, dass wir die Munition nehmen. So als Sicherheit einfach. Oh, und wir haben... Nice, Leute. Wir haben Stufe 2 alles abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber erstmal dem guten Kerl noch was verkaufen, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Ja. Here you go, friend. So, was machen wir dann jetzt hier? Bergbauhelmpaket, Bonus, Altrüstungspaket oder Jagdgewehrpaket? Leute, es ist schwierig. Es ist schwierig. Also Ackerbau brauchen wir nicht. Da haben wir auf dem Dach. Oder müssen wir auch mal nachschauen. Ich würde sagen, wir nehmen das Jagdgewehrpaket und hoffen, dass da was Gutes drin ist dann für uns. Und wir kriegen nochmal 2000. Okay, mal ganz kurz nochmal in sein Inventar gucken. Vielleicht haben wir noch irgendwie was, was wir mitnehmen können. Hier ja auf jeden Fall nicht. Bei den Waffen, ja, da ist nur der Bogen. Der ist tatsächlich richtig geil, Leute. Aber haben wir jetzt kein Geld für. Brauchen wir dann dementsprechend auch nicht. Rohrbomben haben wir noch. Brauchen wir auch nicht. Munition, glaube ich, haben wir erstmal genug. Da brauchen wir tatsächlich nichts. Dietriche haben wir eigentlich auch jede Menge. 12 Stück, das sollte... Oh, den Blasebalg. Leute, den Blasebalg, den nehmen wir mit. Den brauchen wir. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ansonsten brauchen wir nichts mehr, Leute. Okay. Perfekt, dann können wir schon mal vielleicht gleich die nächste Quest annehmen für den morgigen Tag. Abholen und säubern. Ja, machen wir doch. Ja, alles klar. Okay, Leute, auf geht's. Attacke. Erstmal zurück schnell. Alles abladen. Und dann gucken wir erstmal in unsere Pakete rein, was wir da Gutes bekommen haben. So, rein hier. In die gute Stube. Machen wir erst nochmal hier die Tür wieder zu. Noch brauchen wir hier keine Gesellschaft. Und dann haben wir eigentlich noch irgendwas im Bike drin? Nee, okay. Dann erstmal alles abladen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Nice, die Eisendartpfeile sind auf jeden Fall schon fertig. Können wir gleich hier das Ganze nochmal anstellen. Können wir nämlich hier jetzt einmal den Balk da reinfügen und dann funktioniert das Ganze nämlich auch viel schneller. Wir sehen es auch im Hintergrund. Wenn ihr jetzt seht, hier ist jetzt aktuell nichts. Wenn wir den jetzt hinzufügen, dann läuft das. So, dann nehmen wir mal noch hier die 2 Stücke Kohle. Die schmeißen wir mal hier rein. Und dann können wir das Ding hier nochmal anschalten. Und jetzt läuft das hier auch einfach viel schneller, Freunde. So, dann können wir das hier mitnehmen. Und das Essen fügen wir mal noch schnell hier rüber. So, und dann können wir jetzt erstmal hier unsere ganzen
Kistchen öffnen. Oh, hier sind wieder Autoteile, Leute. Perfekt. Und ich glaube, mit den beiden müsste es jetzt eigentlich reichen. Nein! Eins noch, Leute. Eins fehlt noch. Ein einziges fehlt noch. Okay. Was haben wir hier? Selbstgebautes Gewehrpaket 2 und selbstgebautes Gewehrpack. Also beides selbstgebaute. Oh, Leute. Geilomat. Selbstgebautes Gewehr. Stufe 3 brauchen wir dann ja natürlich nicht. Das können wir dann mal hier reinlegen. Aber das ist schon mal geil. Die können wir erstmal alle lesen. Und jetzt noch das Paket. Haben wir noch ein Jagdgewehr, Stufe 3. Und nochmal 3 Packages. Okay, Leute, also Munition haben wir auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, genügend. Da ist gar kein Problem. Ah, da kommt nur, da passt nur eine Kugel rein. Und hier auch tatsächlich nur eine. Aber das sind auf jeden Fall nochmal 2 Waffen, die wir jetzt am Start haben. Das ist schon mal fresh. Ich glaube, Leute, für heute Abend sind wir auf jeden Fall munitionstechnisch gut gewappnet. Das läuft auf jeden Fall. So, jetzt können wir mal noch schnell hier vorgehen und hier in die Dartfalle schmeißen wir mal noch unsere Pfeile rein. Beziehungsweise die Darts. So, die sind auf jeden Fall jetzt mal bestückt. Ich hoffe halt, dass die auch wirklich dann versuchen, hier reinzukommen. Ansonsten wäre das irgendwie ziemlich kacke. Aber okay, wir haben immer noch eine Option B, dass wir irgendwie aufs Dach kommen. Oder zur Not müssen wir halt uns hier drin verstecken, ne? Meine Option gibt es immer. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass das der Fall sein wird. Okay, Leute, okay. Noch ein paar Stunden, dann ist es soweit. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie was verbessern kann aktuell. Aber wahrscheinlich eher nicht. Okay, Leute. Stark. Haben wir hier noch was? Nee, hier ist fertig. Okay, Eisen ist fertig. Ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwas herstelle, was wir eventuell gebrauchen könnten. So, Freunde, gleich geht's los. Gleich heißt es wieder Action. Deswegen mal schnell hier alles einschalten. Das Ding läuft. Dann bin ich jetzt mal gespannt, Freunde, ob das hier dementsprechend was wird oder nicht. Es wird auf jeden Fall spannend und es geht jetzt auf jeden Fall gleich los. Hey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so ein Vogel kommt. Wo sind sie denn alle? Hm. Aha. Ey, falscher Eingang, mein Freund. Ihr sollt da vorne reingehen. Hallo? Was ist denn hier los? Hm. Ihr Fräulein, halt der Eingang. Ja, wo ist denn jetzt hier die Action? Jetzt gehen die hier alle an die falsche Stelle, oder was? Jetzt stehen hier jetzt vielleicht den Eingang zeigen, oder was ist hier los? Oh, da kommt einer irgendwie von hinten rein. Das ist definitiv der falsche Weg, Freunde. Oh oh. Vielleicht keine gute Idee hier mit der Tonne. Hm. Jetzt wird's kritisch, Freunde. Jetzt wird's kritisch.
Ah, oh, jetzt habe ich schon gedacht, ne, dass hier mal ein bisschen Action kommt. In Form von, dass die hier schön durch die Dartfalle laufen. Nee. Nixe Pixe. Frag mich jetzt auch, wo die hier schon wieder durchgekommen sind, ey. Auf jeden Fall, das mit den Tonnen muss ich dann nochmal überdenken, dass die da stehen. Das ist nicht so eine gute Idee. Aber wenn jetzt keiner kommt... dann mache ich die Tür hier einfach auf. Und dann sollen die halt einfach da durchlaufen. Vielleicht kommen sie ja. Vielleicht kommen sie ja. Nicht da lang, Fräulein. Ach, Freunde, lauf doch mal hier durch. Oh, 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 oh. Ich höre da was. Ja, gemoin. Ach ja, das ist herrlich, Freunde. Das ist herrlich. So muss es laufen, so muss es laufen. Hör mal auf hier. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja hier noch was trinken, um ein bisschen mehr EMP-Zuwachs zu bekommen. Sorry, Dog. Weg da von meinem Elektrozaun, Freund. Also Leute, der Elektrozaun funktioniert ohne Probleme. Easy going, easy going. Ich würde ja auch da runtergehen, aber dadurch, dass der Elektrozaun ja an ist, dadurch, dass ja unsere Dartpfeile da unten drin sind, ist das vielleicht keine gute Idee. Oh, da kam einer durch. Ach Leute, herrlich, wie das funktioniert hier mit dem Zaun. Sehr, sehr geil. Braucht man sich gar keine Gedanken machen hier. Mal auf hier an meinem Zaun, mein Freund. Du auch. War nicht gut. Komm mal hier, das soll ich mir dazu. Also das muss ich hier noch ein bisschen besser auspeilen, ja? Tschüss. Aber das wird schon. Die lernen das auch noch. Ja, komm mal hier rein, mein Freund. Komm mal hier rein.
Herrlich, Freunde, herrlich. Tut mir aber leid. Wenn du ein lieber Hund gewesen wärst, hättest du dich doch reingebeten, aber so nicht. Ah, so langsam lernen sie, Freunde. So langsam lernen sie, wo hier der Eingang ist. Ich würde auch unten kämpfen, aber dadurch, dass ich nicht weiß, wo die hier jetzt ein Loch gemacht haben, die Räuber hier, ist das halt ein bisschen problematisch. Ah, okay, da vorne haben sie auf jeden Fall schon mal. Boah, das ist aber auch kein Problem. Das können wir wieder fixen hier, gar kein Thema. Mal ganz kurz nachladen. Und dann heißt es hier mal gleich rein ins Getümmel. Könnt ihr eigentlich mal hier. Ich dachte eigentlich, ich mach hier mal die Tür zu. Oh oh. Oh oh. Also da kommen sie irgendwo rein auf jeden Fall. Gut hier. Irgendwas haben sie zerstört. Ah, Leute, die Schrodi, die läuft, also. Das Ding, das brezelt denen ja ordentlich das Hirn aus dem Schädel hier. Oder den Arm aus der Schulter. Selbst. Ups, oh, hallo, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Eine. Da kommen die Mama jetzt mal hier so noch fertig da die Eierköpfe da. So,
Wunderbar, Freunde. Also überlebt haben wir's. Es lief nicht so wie gedacht oder wie zumindest geplant, aber es hat funktioniert. Also es lief trotzdem. Wie sieht's hier aus mit unseren Batterien? Da passt auch noch alles. Dann machen wir mal hier die Lunze wieder aus. Machen wir hier das Türchen wieder zu. Dann müssen wir erstmal gucken, wo die Herrschaften hier dann überhaupt reingekommen sind. Oh, war das eine Schaufel Level 6? Nice. Sehr geil. Okay. Also Fakt ist, hier war auf jeden Fall ein Problem. Jo, was die hier drinnen geschafft haben, das ist mir eigentlich relativ Wurst, Marie. Interessiert mich nicht. Außer, dass ich mal was trinken müsste. So, ich glaube, hier sind sie wieder durch... Ja, oh, hier haben sie auf jeden Fall mal ein ordentliches Loch reingemacht. Das muss auf jeden Fall gefixt werden. Oder eher, ich muss hier eine Tür reinsetzen, damit die hier nicht so schnell durchkommen. Und wie der Zufall es will, habe ich gerade eine Tür am Start. Also, Tür sitzt jetzt schon mal. Also, da können sie von mir aus jetzt hier reinlaufen, wie sie wollen. Das ist mir relativ Latte Macchiato. Können sie machen, interessiert mich nicht. Fürs Erste zumindest. So, wie sieht's denn hier aus? Sind sie hier irgendwo durch? Oh! Oh! Das ist natürlich nicht so schön. Also bedeutet es, ich muss hier auf jeden Fall mal die Wände verstärken. Denn das sollte natürlich nicht passieren. Okay, die haben halt eben nur 600, nur 1000 Hitpoints. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass das hier ein bisschen stabiler wird. Vielleicht ist das hier auch doch ein bisschen zu groß. Aber ansonsten sieht das hier tatsächlich relativ gut aus. Ja, ich glaube, sonst sieht das hier echt gut aus, Leute. Okay, prima, Leute. Also, wir haben den zweiten Blutmond auf jeden Fall überstanden. Vielleicht nicht ganz so wie geplant, aber es lief. Also heißt es jetzt für mich erstmal wieder alles soweit in Stand setzen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall an Tag 15, der schon begonnen hat, dann wieder zurück. Und bis dahin, ja Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, natürlich lasst mir sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao, Kakao.